Du hast hin und wieder ein paar Pickel im Bart, ähnlich wie ich, dann habe ich heute passende Tipps für dich. Keiner von uns hat Lust auf Pickel und wenn du Bartträger bist, dann hast du auf gar keinen Fall Lust auf Pickel im Bart. Aber das kommt tatsächlich öfter vor, als man denkt und solche Pickel können sich tatsächlich auch zu riesigen Abszessen entwickeln. Und das will man ganz sicher nicht. Deshalb heute passende Tipps und Attention, es kann möglicherweise etwas eklig werden. Traurig, dass ich den ersten Punkt hier überhaupt aufführen muss, aber für viele Männer da draußen heißt Gesichtsreinigung immer noch Folgendes: Wasser durchs Gesicht klatschen und fertig. Aber euer Bart befindet sich in eurem Gesicht und die darunter befindliche Haut, als auch euer Bart, sollte nicht nur mit Wasser gewaschen werden. Ihr solltet euch regelmäßig mit einem Gesichtsreinigungsgel waschen, um so euren Bart als auch die darunter befindliche Haut zu reinigen. Bestenfalls auch in Kombination mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste, damit ihr auch abgestorbene Hautschuppen abtragt und eure Haut auch wirklich porentief reinigt und so vor Pickeln vorzubeugen. Pro-Tipp noch an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass euer Bart dirty ist, dann könnt ihr zusätzlich zu eurer regelmäßigen Reinigung auch nochmal ein Bartshampoo verwenden, euren Bart damit reinigen und dementsprechend auch so nochmal vor Pickeln vorbeugen. Wir Bartträger möchten natürlich, dass unser Bart immer schön geschmeidig bleibt und dazu nutzen wir ein Bartöl. Wenn du allerdings Lasten mit Pickeln im Bart hast, solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du ein Bartöl verwendest, welches ausschließlich natürliche Öle innehat. Unser Bartöl von Winsk ist übrigens so eins, falls du auf der Suche bist nach einem hervorragenden Bartöl, was nicht nur super riecht, sondern auch super inhaltlich hat. Unser Bartöl besteht nämlich ausschließlich aus natürlichen Ölen wie Macadamiaöl, Arganöl und Traubenkernöl. Dann schau mal unten in die Infobox rein. Wenn du auf ein natürliches Bartöl zurückgreifst, minimierst du auf jeden Fall so die Gefahr, Pickel im Bart zu bekommen. Drittens, wenn es dann doch mal zu einem Pickel im Bart kommt, was tatsächlich öfter mal vorkommt, dann tut euch eurem Bart zuliebe den Gefallen und drückt diesen Pickel nicht aus. Ich weiß, das tut teilweise höllisch weh und das ist auch super unangenehm, aber wenn ihr diesen Pickel dann ausdrückt, dann kann es dazu kommen, dass es sich entzündet, dass teilweise dann noch sogar zu größeren Pickeln kommt. Also versucht es mit dem Drücken sein zu lassen. Viertens, macht auf jeden Fall den Barthaar-Check, wenn ihr irgendwo einen Pickel bemerkt. Was meine ich damit? Ein normaler Pickel sollte nach mehreren Tagen irgendwann einfach verschwinden. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass dieser Pickel über mehrere Wochen hinweg irgendwie da bleibt und auch irgendwie ein Stück weit größer wird und einfach nicht weggeht, dann solltet ihr auf jeden Fall ganz genau eure Barthaare begutachten. Denn Pickel können unterschiedliche Auslöser haben. Ein Auslöser kann zum Beispiel sein, dass es ein eingewachsenes Barthaar ist und das Barthaar nach innen wächst. Und so ein eingewachsenes Barthaar kann, wie man hier jetzt sehen kann, tatsächlich ganz schön lang werden und unbehandelt kann das nicht nur eklig, sondern tatsächlich auch sehr, sehr schmerzhaft werden, wenn man das am Ende des Tages dann entfernen muss. Apropos Behandlung, fünftens. Falls ihr wirklich einen Pickel habt, der über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate einfach nicht weggeht, dann kommt bitte nicht auf die Idee und behandelt diesen Pickel selbst zu Hause. Denn so ein Pickel kann sich auch zu einem Abszess entwickeln, wie hier. Und wenn man den dann zu Hause behandelt, dann kann das wirklich übel enden. Heißt, sowas ist tatsächlich Aufgabe eines Spezialisten. Bitte sucht dann einen Dermatologen auf. So Leute, ich hoffe, es war nicht zu eklig und ich hoffe, ihr konntet euch aus dem heutigen Video ein bisschen was rausziehen. Falls ihr jemanden kennt, der irgendwie Probleme hat mit Pickeln im Bart, teilt lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein Stück weit weiterhelfen kann. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.